Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Auf unserem Programm steht heute ein Division Rivals Spiel. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Ja, die Fans wollen, dass sie was aus der Chance machen. Radetzky, den hat er klasse gehalten. Da kommt die Ecke. Keine echte Gefahr, der Kopfball landet neben dem Tor. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky. Ruben Dias spielt neben Alessio Romagnoli in der Abwehr. Naby Keita steht mit Mauro Arambarri auf den zentralen Spielerpositionen. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Keita feiert heute sein Debüt. Sie wollten sich noch einen richtig guten Mittelfeldmann holen. Das ist jetzt gelungen. Ein toller Neuzugang, von dem hier eine Menge erwartet wird. Da gehen sie dazwischen. Wichtig. Ja, Familia. Trigueros. Gut den Ball abgefangen. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Naby Keita. Ah, ich glaube, aus der Distanz wird das dann doch eher nichts. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Luis Alberto. Alexis Zelemekas. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. De Tomas. Was macht er draus? Alberto. Riesenschuss. Ah, und sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag. Zwei Tore sind sie vorne. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Keita. Arambarri. Neuhaus. Keita. Keita. Trigueros. Das ist Keita. Keita. Mauro Arambarri. Arambarri. Keita. Kasper Dolberg. Super Tor aus der Entfernung. Nimmt sich einfach mal ein Herz und drin ist er. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Alex Fernandes. Suso. De Tomas. Wenn der drin ist, dann bauen sie die Führung hier weiter aus. Aber sie nutzen diese Chance eben nicht. Die Frage ist, ob sich das im weiteren Spielverlauf noch rächt.
De Tomás. De Tomás. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Und da verlieren sie den Ball. Neuhaus. Dolberg. Alex Fernandes. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Fans ahnen, das ist vielleicht die Chance. Kurz vor der Pause dieses Spiels liegen Gäste hier knapp hinten. Nur ein Tor Rückstand, da ist noch nichts entschieden. Und klar, das ist auch eine Mannschaft, die so ein Ding drehen kann. Die darfst du nie abschreiben, die sind spielerisch stark. Und mental haben sie auch eine Menge drauf. Ruben Dias. Sie fangen diesen Ball ab. Luis Alberto. De Tomás. Da ist die Chance. Diese Chance haben sie mehr oder weniger verschenkt. Genau so ist es, Wolf. So einfach dürfen sie es ihnen nicht machen. Dolberg. Manu Trigueros. Schöne Aktion, Steilpass. Die Chance lebt noch. Der ist drin. Ausgleich. Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. So ist das Tor entstanden. Erst kommt der Doppelpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Dolberg. Er bekommt die Unterstützung. Suso. Nicht ungefährlich. Suso! Oh, da sagt er Dankeschön. Den Ball hält er natürlich. Ja, aus dieser Distanz müsste schon mehr ausmachen. Müsste cleverer machen. Das ist ja kein Problem. Beim Ballbesitz nehmen sich beide nicht viel und beim Resultat natürlich bisher auch nicht. Unentschieden, alles drin, alles denkbar. Wir sehen viele Offensivaktionen, das macht Spaß. Und vielleicht entwickelt sich hier jetzt schon wieder was. Oh, gefährliche Szene. Da können Sie von Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. De Tomás. Alex Fernandes. De Tomás. Gute Chance. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Weiter Gefahr nach Radetzkis Abwehr. Erstmal gut zugemacht. Einfach klasse, wie er diese Chance vereitelt, wie er das Unentschieden verteidigt. Da wären sie fast im Rückstand gekommen.
Die kommen. Vielleicht ist das die Chance, auch vor dem gegnerischen Tor was zu zeigen. Da bleibt der Ball an ihm hängen. Vielleicht die Konterchance. Luis Alberto. Suso. Super gemacht. Gute Verteidigung. Dolberg. Florian Neuhaus. Manu Trigueros. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Wang Hee-chan. Alex Fernandes. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. De Thomas. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Jetzt können sie kontern. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Das ist die Chance zum Führungstor. De Thomas! Kein Problem, ganz sicher. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Ecke kommt rein. Schwacher Kopfball, aber Lob an die Abwehr. Sie machen ihn gut zu. Es gibt einen Wechsel. Familia. Dolberg. Ja, nimmt sich einfach mal ein Herz. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Da hat eine Menge gefehlt. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Alex Fernandes. Und wenn Sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten Sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Zugemacht, ganz souverän, tolle Szene. Kasper Dolberg. Hat jetzt Anspielstation. Da kommt der Pass. Tor, die Führung! Und es müsste auch die Entscheidung sein, was für ein wichtiges Tor. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann das Tor ins kurze Eck, ins Torwart-Eck. Das sieht halt nie sonderlich gut aus. War aber clever gemacht. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Nein, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Rafa Mir. Und er schießt. Gehalten. War schon eine richtig gute Aktion. Sie bekommen die Chance auf den Ausgleich. Es gibt Ecke. Er versucht den Volley. Tolle Aktion vom Tor. Wir sind am Ende dieses Spiels angekommen. Für die Gäste gibt es hier also eine Niederlage. Es gibt also diese Niederlage denkbar knapp.
Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Wir übertragen für Sie heute eine Division Rivals Partie. Und das ist natürlich ein Duell, dem die ganze Fußballwelt entgegenzieht. Ah, das ist schon klasse, dass wir da dabei sein dürfen. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. So werden die Gastgeber beginnen. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky. Ruben Dias spielt zusammen mit Raúl Albiol in der Abwehr. Mauro Arambarri steht mit Naby Keita im Mittelfeld. Und sie gehen mit zwei Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen. Die sollen die Tore machen. Nusay Mazraoui. Sensationelles Tor. Was für eine Szene. Was für ein Highlight. Also wir sind alle sprachlos. Der Kerl da unten darf sich zurecht feiern lassen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Super, wie er sich durchsetzt. So einfach geht es dann aber doch nicht. Ja, das war kein guter Lüpfer. Das wird dem Trainer nicht gefallen. Da gewinnt er den Zweikampf. Mario Gomez. Flanke jetzt auf den Kunku. Pech! Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball. Macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf den Lippen. Mauro Arambarri, Ruben Dias, Juan Foyt. Die Balleroberung, exzellentes Pressing. Super Pass jetzt. Klasse gemacht. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Da kommt die Ecke. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Riesenchance, Gomez. Gomez. Kein Problem, den hat er. Der Ball kommt rein. Gehalten. Aber wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, dann muss eigentlich fast mehr rumkommen, ne? Ja, sehe ich auch so. Das ist keine gute Aktion. Eine verschenkte Chance, gerade gegen diesen Torhüter. Er bekommt die Unterstützung. Damit ist dieser Angriff erstmal beendet. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Kein Gegner in der Nähe, trotzdem Ballverlust. Ecke. Ecke kommt rein. Die Chance für den Konter. Da, der Konter. Das sah so vielversprechend aus. Dieser, das ist jetzt seine Chance. Radetzky bleibt Sieger in diesem Duell. Klasse gehalten. Ball kurz gespielt. Bellingham. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Genau hinschauen jetzt. Er macht das Tor. Und damit sind sie nun mit zwei in vorne. Das
Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Juan Foyt. Das ist Raúl Albiol. Dolberg. Hans Van Acken. Dolberg. Am Ball Naby Keita. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Ist gefährlich. Kein Tor, weil da ein echter Meister im Tor steht. Ein echter Könner. Die Ecke könnte die Chance zum Anschlusstreffer sein. Die Fans stehen weiter hinter dem Tor. Die nimmt er direkt. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Bellingham verliert den Ball. Dolberg. Die Fahne ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Spielverlagerung jetzt. Jetzt Gomez. Mario Gomez. Klasse Aktion, Ball ist weg. Da ist jetzt der Steilpass. Gomez. Die Flanke auf den Kunku. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Rafa Mir. Florian Neuhaus. Dolberg. Dolberg. Da ist der Ball weg. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. So, was machen sie draus? Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Der Abpfiff und das war es mit Durchgang 1. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Sie fangen diesen Ball ab. Kunku. Sie verlieren hier den Ball. Mario Gomez. Riesenchance, Gomez. Vor dem Tor. Also da zeigen sie heute eine Menge. Das nächste und damit sind sie hier schon mit 3 in vorne. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Gutes Anspiel. Schöner Einsatz. Ball nicht im Aus. Es könnte gefährlich werden hier. Alexis Zelemekas. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Sie holen sich den Ball. Super abgewehrt hier. Die Chance.
Nee, da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Da müssen sie mehr draus machen, keine Frage. Aus der Distanz, das war eine dicke Chance. Ja, energischer Vorstoß. Flanke jetzt auf den Kunku. Lässt sich nicht wehren, den hält er. Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die ist natürlich überragend. Der Trainer mit Sicherheit zufrieden. Und auch jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Sie kommen. Weiter Gefahr nach Radetzkis Abwehr. Abwehr kann aufatmen aus dieser Szene. Wird erstmal nichts. Super Parade. Also den hält nicht jeder. Und der nächste Angriff läuft, wird vielleicht die nächste Gelegenheit, sich hier auszuzeichnen. Gute Flanke auf den langen Pfosten. Nee, sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Alexis Zelemekas, da haben sie jetzt den Ball. Masraoui, jetzt der Steilpass. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Sie holen sich hier den Ball. Florian Neuhaus. Bellingham. Nkunku. Gomez. Jetzt ist der Platz da. Sein Timing ist schon klasse. Steven Bergwijn. Was macht er draus? Den macht er ganz seriös ins leere Tor. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja, da hat das natürlich leicht. Niemand da, alles offen, das ist kein Problem. 4-1 jetzt also. Kann sich durchsetzen. Chance für Nkunku. Parade von Radetzky, Gefahr noch nicht bereinigt. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Mario Gomez. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Mario Gomez. Die gehen dazwischen. Mauro Arambari. Alexis Zelemekas. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Starkes Tackling hier. Steven Bergwijn. Bergwijn. Nicht ungefährlich. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. So, jetzt die kurze Variante. Und jetzt ein Schuss. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Das ist der Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gastgeber müssen hier also eine Niederlage hinnehmen. Schon erstaunt.